Guten Tag. Für die Kommentare, danke, danke, danke. Vielen Dank. Es ist so, ich beschäftige mich immer mit Gefühlen, seit Jahren schon. Nicht nur beruflich, weil ich Psychologe bin, aber auch immer, wenn ich irgendwo auf eine Party gehe oder irgendwo hin, zum Dinner, wo auch immer, beschäftige ich mich immer mit den Gefühlen. Gestern war ich auf einer Party, da habe ich gesehen, wie Sohn 22 mit seinem Vater kommunizierte. Der Vater hat gesagt: Was? Du willst studieren? Das wusste ich nicht. Obwohl sie zusammen leben. Da habe ich gesagt: Mein Gott, da ist doch Kommunikation total zerstört zwischen euch. Das kann doch nicht wahr sein. Du wusstest nicht, dass dein Sohn studieren will. Das ist doch eine wichtige Aufgabe im Leben. Und ich habe mit anderen Leuten gesprochen. Alle Ehen kaputt, Scheidung, neue Beziehungen und es geht nicht und vielleicht und seit einem Jahr und nur alles kaputt. Alles eine große Tragödie. Ich konnte mir das gar nicht ansehen, diese ganze Party. Ich bin da ja, kurz nach 9 schon nach Hause gegangen, weil alles ist kaputt. Beziehungen funktionieren überhaupt nicht. Die Frau hat mir erzählt, ja, 2 Jahre nebeneinander gelebt und schöner Mann, die war auch eine wunderschöne Frau. Aber was nutzt das alles? Ich würde sagen, die Leute sollen sich immer einen Zwilling aussuchen. Denn mit Zwilling hast du immer Spaß. Es ist immer wunderschön, mit Zwilling auszugehen, etwas trinken, etwas essen, Spaß haben. Zwilling ist lustig. Nur Zwilling unterdrückt die Gefühle, mit denen er nicht umgehen kann. Deswegen viele Leute sagen, Zwilling ist kalt. Diese alle Gefühle, die werden ausgelöscht. Die sind einfach nicht da. Und Zwilling wird immer maskieren alle Gefühle, die ihm höllische Angst einjagen. Deswegen habe ich schon gesagt, darfst du nicht fragen, liebst du mich, mein Schatz? Überhaupt nicht. Und wenn man Zwilling so beobachtet, wie er toll reden kann, er hat eine Diplomatie mit Menschen zu reden, die manipulieren manchmal, Komplimente zu machen, das ist immer wunderschön. Ich bin gestern auch zu meinem Arzt gegangen. Und habe ich auch Komplimente gemacht an diese Damen da, die an der Rezeption saßen. Was für wunderschöne Kette haben sie, wunderschön. Die war gar nicht schön, aber Zwilling kann das sehr gut. Er manipuliert die Leute, redet mit den Leuten, ist sehr unterhaltsam, hat sofort 2, 3 Adressen in der Tasche und Telefonnummern. Und deswegen ist das lustig mit ihm. Du kannst Sex haben, weil Zwilling steht wirklich auf Sex. Er arbeitet auch sehr viel. Normalerweise hat er 2 Jobs. Einmal, um Geld zu verdienen und einmal, um Spaß zu haben. Das mit Geld klappt auch nicht immer beim Zwilling, ist auch schwierig. Aber der macht den Weg immer weiter. Macht den Leuten Komplimente. Ich bin gestern sofort da zum Arzt gekommen. Ich musste nicht lange warten. Andere Leute haben lange gewartet, die haben nichts gesagt. Aber ich mit Komplimenten, die Damen, schönen Dank, wunderschönen Tag für Sie. Danke, danke. Oh, Sie sind ein toller Arzt. Sie haben so viele Gefühle. Man muss mit den Leuten sprechen, man muss immer den Menschen Komplimente machen. Und das kann Zwilling schon. Nur, wie ich gesagt habe, wenn es um Gefühle geht, die ihm Angst machen, ist es schwierig, denn Zwilling ist wie ein Kind. Wenn es ihm etwas nicht passt, das ist nicht wie beim Kind, wie da das Kind schreit und tobt und weint und tobt, wow, und so. Ich will Schokolade, ich will Schiffchen fahren, ich will pinkeln, ich will Zuckerwatte haben und ich will Karussell fahren. Zwilling ist plötzlich so kühl. Eingeschnappt, verletzt. Er nimmt alles sehr, sehr persönlich. Das ist das Problem. Egal, wenn du da im Internet jemanden anschreibst als Zwilling und die Person da nicht reagiert, denkt Zwilling, der will mich nicht. Die will mich nicht. Er nimmt alles persönlich.
Und selbst wenn dein WLAN plötzlich nicht funktioniert, nimmt Zwilling auch alles persönlich. Vielleicht habe ich eine Rechnung nicht bezahlt. Ach, diese 19 Euro habe ich da einmal nicht bezahlt. Vielleicht deswegen. Die haben etwas gegen mich. So denkt Zwilling. Deswegen ist das wunderschön, weil du hast ein Kind dabei. Alles ist sehr infantil, also kindlich beim Zwilling. Er wird plötzlich so komisch und kalt eben, wenn ihm etwas nicht passt. Vergiss nicht, wird immer daran denken, dass das ja Messerstich gegen ihn ist. Aber so ist das nicht. Er denkt nur so. Weil, wie ich gesagt habe, er hat viel Charme, er hat Geschick, Diplomatie, nur diese eine Sache da mit dem Herz. Aber Zwilling verschenkt ein Herz für immer. Oft klappen diese Beziehungen nicht. Oft nach 20 Jahren merkt er, ich habe mein Herz verschenkt und die Beziehung ging kaputt. Warum habe ich das gemacht? Weil er darüber nicht sprechen konnte. Weil er so glatt und diplomatisch ist und so toll redet, dass du merkst, er hat alles im Griff. Nur die Gefühle hat Zwilling nicht im Griff. Und deswegen ist das so schwierig. Er flirtet, er plaudert. Ah, kluge Einwürfe macht, das ist so toll mit ihm. Und du denkst, er hat das Leben geschafft, aber hat er nicht. Er hat das Herz, wie die Kinder, verschenkt für immer. Aber leider gar keinen Gebrauch davon gemacht. Und deswegen denkt Zwilling, ja, diese Frau oder diesem Mann habe ich mein Herz gegeben, aber die ist leider weg. Das ist diese paradoxale Situation von einem Zwilling, dass er etwas verschenkt und merkt er nicht, dass er jemanden für immer geliebt hat. Er merkt das nicht, weil er mit diesen Gefühlen nicht umgehen kann und die sind einfach ausgelöscht. Aber für heute ist die Zeit um.